Dankeschön. Dankeschön. Danke. Danke, 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 danke schön. Was haben Sie zu sich genommen? Ich will das auch. Ja, herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2012. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Dieter Nuhr. Das für diejenigen, ja, danke schön. Danke. Dankeschön. Ich sag das dabei für die Leute zu Hause, die in dieser schnelllebigen Zeit schon wieder vergessen haben. Was habe ich da eingeschaltet? Die Gedächtnisleistung des Menschen nimmt ja ab. Stichwort digitale Demenz. Viele haben ihr Gedächtnis, die sind komplett ausgelagert ins Internet, in die Cloud, die wissen gar nichts mehr. Die können sie fragen, ist das ihre Frau? Da sagen die, oh, da muss ich kurz googeln. Egal. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass so viele Leute gekommen sind. Das freut mich auch wirklich, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ich kenne das ja noch von früher. So vor 20 Leuten auftreten, die alle so eine Fresse ziehen. Also ich habe ja Lehramt studiert. Und ja. Und jetzt bin ich hier. Ne? Wahnsinn, die Zeit vergeht. Es ist unglaublich. Das Leben rattert runter wie ein Taxameter auf der Autobahn. Und am Ende wird es, glaube ich, teuer. Da zahlen wir alle mit dem Leben. Ne? Aber da machen wir uns vorher noch einen fröhlichen Abend. Wobei, es ist ja schon beängstigend, wie die Zeit vergeht. Ich weiß noch, wie ich zum Beispiel vor ein paar Jahren, als ich meinen ersten Jahresrückblick gemacht habe, das weiß ich noch, ich meiner Tochter, das war so die Zeit, wo ich meiner Tochter abends in meinem Bettchen noch so Geschichten vorgelesen habe und so. Und gut, das mache ich heute auch noch. Aber es macht nur halb so viel Spaß, seit immer dieser Kerl daneben liegt. Und und der pennt auch noch einmal ein, dieser unverschämte Rotzlöffel. Ne? Ja, aber was soll man sich aufregen? Es lohnt sich ja gar nicht mehr, sich aufzuregen. Denn am 21.12. endet ja der Maya-Kalender, geht sowieso die Welt unter. Heinos Café hat schon zugemacht. Und ich sage Ihnen, das war erst der Anfang. Auch der Rest wird bald die Segel streichen. Und sollte der Weltuntergang wieder erwartend ausbleiben, dann suchen wir uns halt einen neuen. An irgendeinen Weltuntergang glauben wir ja immer. Obwohl er am Ende doch nie kommt. Der Wald ist nicht gestorben, der Dritte Weltkrieg ist ausgeblieben, der Rinderwahnsinn hat uns nicht das Hirn zerfressen, die Schweinegrippe hat uns nicht dahin gemeuchelt. Ich fürchte, irgendwann tritt die ultimative Katastrophe ein und wir sterben eines natürlichen Todes. Das ist nicht auszuschließen. Aber lassen Sie sich bitte auch zu Hause noch Zeit damit. Wir wollen noch ein bisschen Spaß haben vorher. Zurückblicken auf ein Jahr, wo man sich fragt, will man das eigentlich alles nochmal Revue passieren lassen? Oder nicht? Wir können noch was trinken gehen. Mir ist es egal, weil es war nichts Besonderes. Sind wir ehrlich, 2012 wird uns in Erinnerung bleiben als die große Zeitverschwendung zwischen 2011 und 2013. Es war ja, es war einfach. Es war. Es war ja ein Krisenjahr. Es war ja alles in der Krise. Es war ja Finanzkrise, war Eurokrise, EU-Krise, Regierungskrise. Selbst Bayern München hatte ja diese schwere Krise im November. Ne, nach zwei Unentschieden kurzzeitig nur noch 8 Punkte Vorsprung in der Tabelle. Ne, da redete man von Krise. Ne, so sind wir. Ne, wir kriegen so schnell die Krise. Wir lieben die Krise. Ne, bei vielen ist es natürlich auch. Das muss man natürlich zugeben. Es ist wirklich teilweise nicht gut gelaufen dieses Jahr. Viele haben sich scheiden lassen. Bei anderen kam es noch schlimmer, die sind noch zusammen. Das war. Manche sind gestorben. Bei meinen letzten 108 Jahresrückblicken war Jo Piestos immer mit dabei.
Jetzt singt er unter der Erde. Heute gehe ich ins Maxim. Das klingt ein bisschen dumpf. Ne? Ist von da aus auch eher unwahrscheinlich, dass er das noch durchzieht. Ne? Im Januar wurde er beigesetzt. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, war er im März schon wieder auf Tournee. Also das finde ich vorbildhaft. Ne? Wirklich, das ist super. So muss es sein. Ne? Positiv rangehen an Leben und Tod und das Vergangene einfach vergessen. Ne? Was ich übrigens auch gemacht habe, was für diesen Jahresrückblick jetzt nicht unbedingt von Vorteil war, weil, was war nochmal? Haben Sie überhaupt noch eine Erinnerung, was so war? Gab es dieses Jahr irgendetwas, an was man sich gerne erinnern möchte? Ich weiß es nicht. Ich hab mir eigentlich vorgenommen, ich wollte mit dem Positiven anfangen, mit den Erfolgen, aber was war es? Gut, der Euro hat durchgehalten. Gegen Schweden haben wir ein 4:4 über die Zeit gebracht. Top. Und gegen Italien ein 1:2. Balotelli, das ist ein Bild, das uns in Erinnerung geblieben ist. Und Kachelmann, das fand ich gut. Kachelmann war dieses Jahr nicht im Gefängnis. Herzlichen Glückwunsch. Ich will jetzt, ja. Ist einen Applaus wert, ne? Finde ich auch. Ich will jetzt nicht so weit gehen und behaupten, der Mann sei resozialisiert, aber dieses Jahr hat er bloß ein Buch geschrieben über seine Zeit als Medienopfer. Das wollte dann niemand lesen, aber für schlechte Bücher kommt man eben nicht ins Gefängnis. Wobei, wer das Buch gelesen hat, fragt sich, warum eigentlich nicht? Wobei man sagen muss, da hat auch Bettina Wulff Glück gehabt. Die Wulffs waren ja auch, das war ein etwas unerfreulicher Krisenpunkt dieses Jahres. Das war ja Staatskrise, das war ja unser Bundespräsident, der erste Mann im Staat, ein Geizhals und Lauschepper. Nicht? Da konnte man lernen, nicht? Zwischen erstem Mann und letztem Depp liegen oft nur ein paar unbezahlte Rechnungen. Christian Wulff, das war, ja. Christian Wulff war für mich persönlich der Loser des Jahres, also man kann fast sagen, der zu Gutenberg 2012. Ja. Jetzt ist Christian Wulff wahrscheinlich der Pensionär des Jahres, neben Thomas Gottschalk übrigens. Wobei es Gottschalk schwerer hat, der muss sich zur Rente noch was zuverdienen beim Supertalent, ne? Und da kann man sehen, auch die Fernsehunterhaltung ist ja so ein bisschen in der Krise. Das Fernsehballett fand ich früher persönlich schlimm. Aber heute? Puh, nicht? Da wackeln die Stripper mit dem Arsch, da werden Fürze angezündet. Nicht? Und es gucken trotzdem immer weniger Leute hin. Nicht? Ja, die angezündeten Fürze, das sind oft die Moderatoren. Man erkennt das viel zu spät oft. Nicht? Das ist, ja, da. Und das Publikum wird immer weniger. Ich glaube, die Leute gucken heute lieber bei YouTube, wie einer mit dem Skateboard vom Treppengeländer runterrutscht und dann mit dem Hoden auf der Bordsteinkante aufschlägt. Nicht? Das sollte sich auch Christian Wulff mal angucken. Nicht? Dann sieht er, dass es ihm im Grunde noch gut geht. Nicht? Der hat ja immerhin noch einen Ruhestand, hat er immer noch ein Büro, hat er einen Fahrer. Ein Sekretär, ne, den braucht er natürlich auch, der schneidet ihm morgens die Sonderangebote aus. Es darf ja bei ihm gern noch mal ein bisschen teurer sein, aber dann bitte für andere. Ne. Nach diesem Jahr kann man ihm attestieren, er hatte wirklich, also das muss man schon sagen, Nehmerqualität. Ne. Mich erinnerte Wulff immer an so eine Werbung. Früher gab es doch so eine Werbung, ich glaube eine Kreditkarte war das, da hieß es immer, zahlen Sie einfach mit Ihrem guten Namen. Das hat Christian Wulff getan und in der Hinsicht muss man sagen, ist er jetzt pleite. Im Grunde ist er ja sozial vernichtet,
Und da hat seine Frau gesagt, das will ich auch. Und schrieb ein Buch. Sie hat es gelesen offenbar. Um ein für alle mal klarzustellen, dass sie nie, ich glaube, das war der Beweggrund, ne, dass sie sagen wollte, dass sie nie im Rotlichtbereich gearbeitet hätte. Was jetzt nicht so überrascht hat jetzt, weil ich das bisher eher selbstverständlich fand, dass eine First Lady nicht nebenher anschaffen geht. Ja, das ist, aber man lernt nie aus. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Vielleicht ist das ja so eine spezielle Kategorie im Puff. Nicht? Da, so wie Sklavin oder Krankenschwester. Also First Lady haben wir in Raum 23 oder so. Keine Ahnung. Nicht? Das ist aber. Nicht? Aber möchte ich gar nicht wissen, wer in der Präsidentensuite wartet. Aber egal. Ja, aber, ja. Frau Wulff bestand darauf, überall, nicht, dass, im Interview, und so, dass sie nie in einem Puff gearbeitet hätte. Das war ihr offenbar so wichtig. In jeder Zeitung wies sie darauf hin, dass sie im Leben noch nie in einem Puff gearbeitet hätte. So lange, bis endgültig jeder dachte, hö, die hat im Puff gearbeitet? Nein, hat sie nicht. Und halt behauptet, sie soll angeblich Christian Wulff da kennengelernt haben. Aber was ich mir persönlich nicht vorstellen kann. Christian Wulff und käufliche Liebe. Der Mann hat doch nie für was bezahlt. Also das Ganze im Ernst. Das kann ich nicht. Christian Wulff hat übrigens auch nie in einem Puff gearbeitet. Wenn man die niedersächsische Staatskanzlei mal außen vor lässt. Ja, die niedersächsische Staatskanzlei war jetzt natürlich auch, bitte damals auch, also in dem Sinne jetzt, also das, nein. Über Käuflichkeit kann man diskutieren. Nicht? Der Herr Wulff hatte ja teilweise sehr seltsame Beziehungen dazu, irgendeinem Kerl namens Gläsecker, nicht? Der Herr Gläsecker, der sich selbst gerne in E-Mails auch mal als General Feldschnulli bezeichnete, kein Scherz, General Feldschnulli, hohohoho, nicht? Das klingt schon ein bisschen nach Popohau und Reitpeitsche, nicht? Aber nicht? Dann, dann gab es da irgendwie, wenn ich erinnere mich auch nicht mehr so, aber da gab es noch einen Herrn Gerkens, da war der Herr Wulff wohl auch ein paar Mal privat, auch rein freundschaftlich. Ne? Wir kennen solche Verhältnisse aus Filmen wie Pretty Woman oder eigentlich passt besser sogar Der Pate. Ne? Es ist alles nur für die Familie. Aber bitte, nein. Nein, Hannover ist nicht Sizilien. In Sizilien ist das Wetter besser. Nein. Ansonsten ist es ähnlich offenbar. Ganz. Ganz Hannover ist ja ein einziges Netzwerk offenbar. Da sitzt ja auch der Herr Maschmeyer, früher AWD, der Erfinder der gleichnamigen Arena, nicht der Schrittenzieher, der Mäzen von Veronika Ferres, ne, die wollen ja jetzt auch heiraten. Ja, ist auch eine Karriere, ja, von der großen, hoffnungsvollen Schauspielerin. Zur Trophäe eines Alpha-Männchens, nicht? Das ist die Hannoveraner High Society. Ja. Ich komme aus Düsseldorf, ich kenne das so ein bisschen, ältere Herren mit Vorzeigedamen, die man vorher mit Botox lahm gespritzt hat. Das gibt es bei häufiger. Ne? Ja, das geht. Ja, ja. Ja, klatscht man hier gerne. Habe ich erwähnt, dass wir in Wuppertal sind heute Abend? Ja, muss man jetzt auch nicht sich so über die Düsseldorfer stellen. Ne? Unsere Straßenbahn fährt nicht am Kopf. Egal. wo war ich jetzt überhaupt? Irgendwie? Achso, Botox, genau. Das geht, das wollte ich erzählen, dass das bei uns in Düsseldorf, ich glaube, das geht hier nicht. Bei uns kann man das to-go machen. Gibt es das hier auch? Wuppertal sieht man bei uns recht häufig in Düsseldorf. Da sieht man die Frauen oft so beim Einkaufen dann. Ich komme gerade raus, gehe so einkaufen, stehen an der Wursttheke. 100 Gramm Salami, bitte.
Und man denkt ja eigentlich immer, dass die Republik eigentlich von da regiert wird, wo das Geld ist. Also von Düsseldorf aus oder von Frankfurt, irgendwo die Banken sitzen und so. Aber das Zentrum der Strippenzieher, das ist offenbar Hannover. Ja, für mich die Stadt des Jahres, wo sie offenbar alle herkommen. Nicht? Auch die letzte männliche Kanzlerin kam ja aus Hannover. Ne? Der Herr Schröder, ne? Der Vorgänger von Frau Merkel. Ne? Das muss man, glaube ich, jetzt den Jüngeren kurz erklären. Die war nicht immer da. Es gab vorher schon andere. Also, wieso Frau Merkel jetzt nicht aus Hannover kommt, ist mir persönlich jetzt auch ein Rätsel. Da muss was schiefgelaufen sein. Da kommen sie alle her. Die ganze SPD-Führung kommt aus der Ecke. Gegenüber Hannover in die weite Welt hinaus. Steinmeier, Gabriel, der frisch gebackene Vater, der in den Mutterschaftsurlaub ging. Ich persönlich fand, die Schwangerschaft stand ihm gut, aber er hätte nicht auf die Rückbildungsgymnastik verzichten sollen. Naja. Aber als Kanzlerkandidat haben sie dann doch einen genommen, den man ernst nimmt, den Herrn Steinbrück. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es jetzt so, Steinbrück will Kanzler werden, wird er aber nicht. Vizekanzler könnte er werden, will er aber nicht. Aber das alles mit einem Optimismus. Und dabei darf er sich nicht verplappern. Der muss so aufpassen, dass er jetzt nicht sagt, was er denkt. Denn Steinbrück ist ja eigentlich ein kompetenter Finanzpolitiker. Also einer, der normalerweise jetzt in dieser Situation sparen würde. Aber wenn das zugeht, schmeißt ihn die SPD sofort wieder raus. Denn die Forderung der Zeit lautet ja Steuererhöhung. Weil wir ja diesen Steuerrekord haben dieses Jahr. Noch nie wurden so viele Steuern eingenommen. Und da ist doch klar, was da jetzt gefordert wird. Mehr! Nein, da freut sich der Bürger. Frau Merkel hat schon mal einen Eimer Patex auf ihren Sessel kippen lassen und sitzt sie schon mal fest. Ich glaube, Steinbrück findet es auch selbst schade, dass er jetzt nicht sagen darf, was er wirklich denkt, denn er ist ja eigentlich ist er ein guter Redner, der sogar Geld verlangen kann für seine Auftritte. Praktisch ein erfolgreicher Kollege, muss man sagen. Ja, der. Bis zu 25.000 Euro Abendgage, Respekt, das kriegen Politiker normalerweise nicht hin. Dafür muss man normalerweise Politiker parodieren. Dann ist es kein Problem. Das geht dann schon mal. Wobei, muss man natürlich auch sagen, die meisten Politiker von ihrer Parodie kaum noch zu unterscheiden sind. Ich meine, wenn ich Philipp Rösler sehe, da denke ich immer, wie hat der Harpe Kerkeling die Maske hingekriegt? Oder? Ich weiß es nicht. Sensationelle Leistung eigentlich. Ne? Oder wenn sich Ronald Pofalla mal wieder aus dem Verdauungstrakt unserer Kanzlerin herausgewürgt hat und in die Kamera spricht, da denkt man ja, da haben die bei Switch Reloaded aber ganz schön übertrieben. Ne? Ne? Der ganze politische Betrieb befindet sich irgendwie in der Dauerkrise. Ja? Und für welchen Politiker würde denn heute noch jemand anständige Gagen zahlen? Ja gut, für unsere... Ja, für unsere Kanzlerin vielleicht, ne, Frau Merkel. Aber deren CDU ist ja auch immer mehr in der Krise. Ne, sie hat ein Problem in den Städten. Es kam ganz plötzlich. Ne. Und jetzt denken die, das läge an der Politik. Das ist ein Irrtum, das ist ein ästhetisches Problem. Ne. Die wirken muffig. Ne. Sind doch alles Leute, gucken Sie sich mal an, ne, wo man in der Großstadt sagt, du kommst hier nicht rein. Die CDU müsste mal im 21. Jahrhundert ankommen. Ne? Dann wäre auch die Homo-Ehe kein Thema mehr. Ne? Das sieht man ja in Bayern teilweise noch anders. Ja, zumindest bei der CSU. Ja, da ist man noch richtig konservativ nach altem Schlag. Ne? Da findet Homosexualität immer noch im stillen Kämmerlein statt. Ne? Also in der Sakristei. Ne? Ja, viele. Viele in der CSU haben natürlich auch einfach Angst. Die fragen sich, wenn Schwule jetzt ein ganz normales Leben führen können,
wo soll denn da der Priesternachwuchs herkommen? Ne? Gute Frage. Das klassische Familienbild der CSU, das kann man modernisieren. Horst Seehofer hat es selber vorgemacht, den Spagat von konservativ und modern, Familie in Bayern, Pimpern in Berlin. So geht's auch. Ne? Ne? Berlin ist urban. Berlin, das ist 21. Jahrhundert, kein Geld und Spaß dabei. Ne? Berlin ist ja auch in der Krise. Ne? Aber Berlin ist hip. Ne? Ich sage Ihnen, wenn das so weitergeht, das prophezei ich jetzt einfach, da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich sage Ihnen, irgendwann kriegt Berlin sogar einen Flughafen. Nicht ganz sicher. Es hat bisher nicht so richtig hingehauen, aber das kommt natürlich vor. Man baut und baut und baut, bis einer sagt, sag mal, war nicht mal jemand auf der Baustelle? Und alle so, was? Ich dachte, du? Bis alle feststellen, ach du Scheiße, die haben noch gar nicht angefangen. Ne? Das finde ich persönlich das Angenehme an dieser Krise heute. Man hat sich dran gewöhnt und genießt sie. Ne? Großes Vorbild, Griechenland. Was das angeht. Ne? Die haben es raus. Völlig am Arsch, aber gutes Wetter, schöne Strände, was willst du mehr? Kann ich nur sagen, investieren Sie in Griechenland, da steigen die Eselpreise. Denen haben wir die Hälfte der Schulden erlassen, aber der Schuldenstand ist schon wieder so hoch wie vorher. Egal. Die Wirtschaft in der EU ist ja eh völlig in der Krise. Das Einzige, was mir persönlich Mut macht, ist ja, dass die Ökonomen einhellig sagen, Griechenland wird pleite gehen. Und das ist eine gute Nachricht, weil unsere Ökonomen noch nie recht gehabt haben. Das darf man nicht verwechseln. Unsere Wirtschaftswissenschaftler, das sind keine Propheten, das sind Experten. Man kann es vergleichen so mit Franz Beckenbauer. Der versteht viel vom Fußball, aber er kann auch keine Ergebnisse vorhersagen. Sonst wäre er nicht Experte beim Fernsehen. Dann würde er in der Zeit die Totoscheine ausfüllen und sich die Millionen abholen. Nee, er kann es nicht, wie auch unsere Journalisten nicht. Sie wissen nicht, was kommt. Nee, was haben die uns schon alles erzählt? Im März haben sie uns erzählt, Ostern werden die Eier knapp. Erinnern sich daran noch? Ist auch nicht gekommen, also bei mir. Also, Moment mal. Nein, das war, ich meinte jetzt bei mir im Supermarkt. Also da war die große Eierkrise. Nicht? Sonst war halt nicht viel los. Nicht? Und dann fehlen eben an Ostern die Eier. Nicht? Ich glaube, die Medien haben es auch nicht leicht. Nicht? Wir müssen aus jedem Dreck eine Katastrophe machen. Nicht? Wie forderte schon vor Jahren der große Lyriker Namen sind bei mir ganz... Oliver Kahn, genau. Wie forderte er? Ne? Eier, wir brauchen Eier. Ne? Und dann am Ende kam es so. Ne? Das war's. Ne? Wir hatten Eier, die Katastrophe blieb aus. Wahrscheinlich war es ein Wunder. Ne? Wahrscheinlich hat der Herr Jesus selber, ne, hat es schon mal gemacht mit Brötchen und Fischen damals. Ne? Und dieses Jahr hat er dann eben die große Eiervermehrung gemacht. Macht ja auch Sinn, ne? Weil ja an Ostern auch ein wichtiges Fest der Christenheit, weil ja der Osterhase auferstanden ist, der am Karfreitag vorher ans Kreuz, ne, zusammen, glaube ich, mit dem Weihnachtsmann, dem Nikolaus, zwei Verbrecher, irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe es nicht genau, das, ne, haben Sie eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja. Ich nicht. Das liegt daran, wir schenken uns nichts, ich will auch nichts. Ich flehe bitte alle an, schenkt mir nichts. Ja. Zumindest nichts selbstgebasteltes. Ich habe schon eine Klobürste aus Knete. Oh. Und ein Topfset aus Streichhölzern. Ich will nichts mehr. Wobei ich es persönlich am schlimmsten finde, wenn Leute Lebendes verschenken. Ein Hamster zum Beispiel, viele Hamster verschwinden ja bereits am Heiligen Abend. Und sich dann erst nach Wochen durch intensiven Verwesungsgeruch aus der Sesselritze wieder in Erinnerung zu bringen. Ja, man denkt so, das muffelt aber nicht. Da greift man mal
beherzt rein, um dann mal gediegen auf den Perser zu erbrechen. Das passiert einem mit Kampfhunden nicht. Wenn die sich im Polster verbeißen, nee, die lassen ja nicht mehr los. Den können sie mit der Couch gemeinsam auf den Sperrmüll stellen. Ja, das ist, naja, aber das ist ja echt kein Ding. Das ist ja schon ein Tipp fürs nächste Jahr quasi. Wir wollen ja zurückblicken. Wir wollen gucken, was passiert übrigens weltweit. Natürlich wollen wir auch zurückblicken ins Ausland, nach Ägypten zum Beispiel, wo der arabische Frühling endet und gleich übergeht in den islamischen Winter. Da soll es ja jetzt erstmal ein Bikini-Verbot geben. Gut. Geht mich nichts an. Ich trage Einteile, aber schön ist es nicht. Und auch in Syrien wird es nicht besser. Wir haben uns ja sehr begeistert für die Rebellen da in Syrien, weil wir ja mit dem Märchen der Gebrüder Grimm sozialisiert wurden. Und da haben wir gelernt, wenn auf der einen Seite ein Böser ist, also richtige Drecksau da, der Assad, ne, schon Folterknecht, nicht, da müssen die anderen die Guten sein. Jetzt sind aber in Syrien die anderen, das sind so Al-Qaida-Kämpfer, jede Menge Selbstmordattentäter, Dschihadisten, Salafisten, ne, die wir alle auch bei uns im Übrigen haben. Ne, da mögen wir sie nicht ganz so sehr, ne, Salafisten. Habe ich jetzt wieder gehört, als Nachbarn beispielsweise nicht die erste Priorität, wenn man sich eine Wohnung aussucht. Weil die immer so komische Bombenexperimente machen und dann auch immer so komisch gucken, wenn die 13-jährige Tochter mit dem Rock aus dem Haus geht, den man vor 20 Jahren noch für einen Gürtel gehalten hätte. Ja, da kämpfen die in Syrien mit, nicht? In Syrien kämpfen lauter Durchgeknallte gegen einen Diktator. Und wir fragen, wir sind hier die Guten. Weil wir uns das nicht vorstellen können, dass im Nahen Osten gern auch mal Arschlöcher auf Arschlöcher schießen. Hey, aber für uns, ja, für uns sind das dann die Rebellen, nicht Rebellen. Das ist auch so ein niedlicher Begriff, finde ich. Das klingt so ein bisschen so aufmüpfig. So freche sind das. Ja, das sind die Pippi Langstrumpfs des Nahen Ostens. Und dann singen wir mit denen, wir schießen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Das ist ein bisschen dämlich, aber egal. Es sind überall Gewalttäter momentan. Man kann ja nicht mehr sorglos zum Fußball gehen, da hauen einem die Hooligans auf die Fresse. Und der Konflikt um das Sicherheitskonzept, das ist ja auch noch nicht beendet. Da gibt es ja Proteste, haben Sie es mitbekommen, diese 12 Minuten, 12 Sekunden? Die geschwiegen wurden im Stadion. Ich fand es ganz schön. Ich finde, das sollte Schule machen. Überall auf dieser Welt sollte man mal wenigstens 12 Minuten und 12 Sekunden lang schweigen. Das wäre wunderbar. Naja. Ich halte es auch nicht durch. Bin ja gespannt, wie das mit dem Sicherheitskonzept da jetzt weitergeht. Ich habe nichts dagegen, wenn da an den Eingängen mal ein bisschen besser kontrolliert würde. Ich finde auch Abtasten gut, Taschenuntersuchungen oder so, weil viele lehnen es ja ab. Ja, ich finde es in Ordnung. Mir tun da eher die Ordner leid. Ja, wenn die da mit der bloßen Hand... Da kommen ja indessen auch Frauen rein. In Damenhandtaschen müssen sie mit der bloßen... Abtauchen in dieses Gewese da, nicht aus. Auf und rein mit der Hand, todesmutig, alles dranpacken, alte Parkquittungen, Bonbons, nicht alles, was da, ja, die schon mal gelutscht waren, nicht? Das ist ja. Frauen tun ja gelutschte Bonbons zurück in die Handtasche. Kann man ja irgendwann weiterlutschen. Nicht? Da klebt schon die halbe Handtasche dran. Tempotücher, Flusen, Federn. Nicht? Wahrscheinlich gibt es in diesen Handtaschen Vogelarten, die nur in Handtaschen existieren. Die hat noch nie ein Mann gesehen. Nicht? Die flattern da. Ja. Flattern da rum zwischen diesen ganzen Treueherzchen, Probierstrümpfchen, im Wartezimmer heimlich rausgerissene Kochrezepte, Grind, Gekröse, Schmodder, Sand. Ne? Wie kommt Sand in so eine Handtasche? Ich meine, gut, klar, Erosion, aber ich meine, ich habe das erlebt bei so einer Taschenuntersuchung im Stadion, weil das kam der Ordner mit der Hand wieder raus, die ganze Hand knallrot. Ich dachte erst,
der hat sich an irgendeinem Nagelknipser die Pulsadern aufgerissen, ne? Aber er meinte, nein, er hätte nur einen offenen Lippenstift gepackt. Glaubte der? Ja, weiß er doch gar nicht, vielleicht hatte die auch ein Spenderherz dabei, nicht? Oder irgendwas frisch geschlachtetes, nicht? Was soll ich sagen? Ja, okay. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, da tun mir die Ordner leid. Ne? Naja, aber wir wollten ja auch das Positive ansprechen. Komm, das ist ja ein Neuanfang. Nicht? Das Positive. Nicht? Was hatten wir denn an Positiven dieses Jahr? Die Bundesregierung will Sex mit Tieren verbieten. Das ist positiv, da freuen sich vor allem Fische und Nagetiere, glaube ich. Das ist, ja. Sex mit Tieren soll übrigens flächendeckend verboten werden, also auch außerhalb des Bundestages, und in der Kneipe darf dann auch keine Sodomisten-Lounge mehr eingerichtet werden. Aber ist gut gemeint. Sehr gut gemeint, aber viele Fans fragen sich jetzt natürlich verängstigt, was wird aus der Sendung Bauer sucht Frau? Aber da sieht man wieder, alles hat zwei Seiten. Das haben wir dieses Jahr so oft gespürt, nicht? Dass diese Doppelbödigkeit unserer Lance Armstrong zum Beispiel, nicht? Hatte sich ja dem Kampf gegen das Doping verschrieben. Aber es kostete ihn offenbar so viel Kraft, das ging auf Dauer nicht ohne chemische Hilfsmittel. Nicht? Das, ich habe es ja immer gewusst. Oder das sah man doch, wie der auf dem Fahrrad saß. Nicht? Das war nicht der Sattel, das war der Einfüllstutzen. Das war schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Viele Sportler haben uns enttäuscht in diesem Jahr. Lothar Matthäus hat sich getrennt. Es ist auch für mich als Außenstehenden immer wieder schlimm, erkennen zu müssen, dass selbst tiefe humane Liebe nicht ewig halten muss. Der Lothar, eine Institution in unserer schnelllebigen Zeit. Nein. Verändert sich alles so schnell, aber der Lothar ist bei jedem Jahresrückblick mit dabei. Ich glaube ja, dass ihn die Frauen ausnutzen, nur um bekannt zu werden. Aber was ist das für eine Prominenz, die wir da heute haben? Das sind ja komische Leute, oder? Unsere Prominenten, die Geissens, Daniela Katzenberger oder Philipp Rösler, nicht? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch nicht. Man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns in einem Niedergang befinden. Selbst die Firma Kalaschnikow ging pleite dieses Jahr, kein Scherz. Ne? Die letzten Außenstände können die jetzt wenigstens noch mit der eigenen Ware eintreiben, aber es geht bergab. Ne? Und weit und breit kein Superheld, der uns retten könnte. Ne? Der Mann an sich ist ja auch am Ende. Auf Spiegel Online konnte man das lesen. Kastrierte Männer leben länger. Mag ja sein. Ne? Aber wozu? In der Süddeutschen stand dann auch noch, dass Flipflops impotent machen. Kein Scherz. Gut, es betrifft mich nicht, ich trage die Dinger an den Füßen. Aber egal. Aber da denkt man schon, dass das Positive in diesem Jahr unglaublich in den Hintergrund getreten ist. Ne? Das, was gab es überhaupt? Das, das, gut, Kate und William, ne? Schwanger, eher weniger als sie, aber immerhin. Ne? Was liest man davon? Nicht wunderbar oder so? Nein, sie ist am Kotzen. Ne? Das ist mal wieder eine frohe Botschaft. Ne? Und dass sich da jemand einen Scherz erlaubt hat, sich eine Krankenschwester, well, das ist ja ganz schlimm. Also ganz frei, meine Fresse. Man fragt sich wirklich, nach dem Positiven in diesem Jahr hat keiner geguckt oder was? Oder ist es in Birma zum Beispiel? Da, das war gut. Da ging eine Schreckensherrschaft friedlich zu Ende. Und nicht nur da, auch in Wolfsburg. Endete. Die Diktatur von Felix Magath abgesetzt. Nein. Und was auch schön war, der Friedensnobelpreis dieses Jahr ging an mich. Ja.
Ja, Sie auch. Ja, ja, ja. An die ganze EU. Ja. Und auch toll, der Chemie-Nobelpreis ging an die chinesischen Olympiaschwimmerinnen. Das fand ich auch großartig. Ja. Ja. Und Wissenschaftler haben das Higgs-Teilchen gefunden. Das war auch super. Das letzte Elementarteilchen unserer Schöpfung, das noch fehlte. Das sogenannte Gottesteilchen ist gefunden worden. Ich glaube, es war in der Sofaritze. Der Hamster hat es. Aber egal. Die Wissenschaft hat wieder große Fortschritte gemacht. Paläontologen aus Bristol haben das Gezirpe eines 165 Millionen Jahre alten Grillenfossils rekonstruiert. Habe ich gelesen. Ja, das finde ich großartig. Leider habe ich es nicht gehört. Deswegen frage ich mich weiterhin, wie klingt eine 165 Millionen Jahre alte Grille? Nee, wahrscheinlich, denke ich mal, so. Es ist unglaublich, was die Wissenschaft heute leistet. Und trotzdem passieren immer noch so archaische Dinge da draußen, so wie Schiffsunglücke Anfang des Jahres. Nee, was war das? Das war ja. Wenn es nicht so tragisch gewesen wäre. Es gab ja Tote, dann wäre wär der Brüller des Jahres geworden. Ein Kreuzfahrtschiff, die Costa Cordalis, benannt nach einem deutschen Dschungelkönig. Der Dschungel wird übrigens nächstes Jahr wieder gesendet. Obwohl Dirk Bach gestorben ist, sehr schade, der war echt nett. Und ob das ohne ihn geht, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich werden Sie sich bei den Gästen was einfallen lassen. Wahrscheinlich wird Christian Wulff da. Einziehen, aber egal. Wo war ich? Achso, beim Kreuzfahrtunglück. Das war wirklich interessant. Der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes, groß wie eine Häuserzeile, will zum Winken ans Ufer fahren. Sandstrand. Hat vergessen, ein Kreuzfahrtschiff ist ja gar kein Schlauchboot. Ne? Da hat es bumm gemacht und da ist es umgefallen, das Schiff. Ne? Und dann ist er abgehauen. Ne? Und als ihn die Küstenwache gefunden hat, hat er einen Satz gesagt, das ist für mich der Satz des Jahres. Ich bin nicht an Bord, denn das Schiff geht unter. Ich glaube, das hätte Christian Wulff auch gerne gesagt. Ne? Seitdem. Seitdem hieß der Captain bei uns nur noch Captain Feigling und fortan erschienen die beiden Loser immer parallel in den Nachrichtensendungen. Herr Wulff und Herr Feigling. Ne? Es war zu brüllen teilweise. Als Herr Feigling dann meinte, er sei ins Rettungsboot gefallen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Wulff vorm Fernseher saß und dachte, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Dem hat niemand einen Rettungsring hingeworfen, bis die Wellen über ihm zusammenschlugen. Er war aber auch ein mieser Schwimmer. Irgendwie verkörperte Wulff mit seinem amateurhaften Auftreten die ganze Armseligkeit dieses Jahres. Oder haben Sie das Haus eigentlich gesehen, mit dem ja alles angefangen hat? Da habe ich eben gar nicht dran gedacht. Das ist unser erster Mann im Startjahr. Das war ja der eigentliche Grund für die Krise, dass der seine Kumpel anpumpen musste für diesen kotfarbenen Klinkerbau. Und dann kam ja erst eins nach dem anderen raus. Was ihn dann am Ende gestürzt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, dass er 1982 in Hildesheim auf dem Frauenparkplatz geparkt hat. Ich glaube, das war da zu viel. Nee. Aber, naja. Es bleiben so viele negative Dinge in Erinnerung dieses Jahr. Positiv da vielleicht noch die Olympischen Spiele. Vielleicht, aber so richtig Freude habe ich da auch nicht mehr gehabt. So, wenn die dann so über Stangen hüpfen oder 100 Meter geradeaus laufen. Ringen, nicht? Zwei Kampfzwerge klemmen sich gegenseitig die Nasen in den Achselhöhlen ein, nicht? In diesen knallbunten Wurstpellen, dass sie aussehen wie Ringer im eigenen Darm, das ist nicht schön. Eine chinesische Schwimmerin schwamm schneller als die Herren, wer weiß, wie die das gemacht hat, vielleicht hat sie sich Luft in die Prostata spritzen lassen, wir wissen es nicht.
Ich will es auch alles gar nicht wissen. Alles so unerfreulich. Immer wieder komme ich auf so. Ich suche immer noch nach was richtig Positivem. Eine Sache. Eins fand ich wirklich toll. Bei Aldi gab es einen Kinder-Wellness-Anzug. Ohne Kind, muss man dazu sagen. Das muss man der Anzeige heute dabei schreiben, sonst klagt da einer. Ne? Aber der Einzelhandel war im Grunde aus Schleckers pleite, zum Beispiel. Ne? Wahrscheinlich, weil die keine Kinder-Wellness-Anzüge hatten. Ne? Was ist eigentlich ein Kinder-Wellness-Anzug? Die Familie Schlecker hat mir leid getan. Ich habe glaubhaft versichert, das ganze Vermögen weg, nichts mehr da. Ich habe denen noch ein Paket geschickt mit Kaffee und Bananen. Ein Deo dabei und ein Shampoo. Die haben ja nicht mal mehr geantwortet. Die haben kein Geld mehr für Porto. Das ist es. Es hat in diesem Jahr keinen Spaß mehr gemacht, Nachrichten zu gucken. Es kam ständig irgendein Scheißdreck daher. Dass bei German Wings jetzt immer mal Not gelandet wird, weil die Luft im Cockpit fehlt. Macht mich auch nervös. Vielleicht sollten die einfach mal aufhören, ihre Billigpiloten damit Bohnensuppe durchzufüttern. Bei Ryanair. Bei Ryanair verzichten sie darauf, Kerosin mitzunehmen. Sehr umweltfreundlich, aber die Leute meckern trotzdem. Das ist, wie man es macht, macht man es falsch. Die Menschen sind halt unzufrieden. Und manchmal fragt man sich, warum? Warum überall diese... Ich glaube, es liegt an der Evolution. Der zufriedene Mensch hat sich in der Evolution nicht durchgesetzt. Der zufriedene Mensch saß damals vor seiner Höhle, kraulte sich den Bauch und fragte, wie geil ist das denn hier? Bis ihm die Unzufriedenen den Arsch aufgerissen haben, weil sie das Grinsen nicht mehr ertragen konnten. Dann staut sich eben der Unmut. Viele wollten sogar in diesem Jahr unser politisches System in Frage stellen, Stichwort Piratenpartei. Viele waren ja unzufrieden mit der parlamentarischen Demokratie. Die Leute sind halt frustriert und dann wählen sie Piraten, weil die Piraten anders sind. Das waren irgendwie so die Piraten, weil die auch nicht immer gleich so Bescheid wissen, ja? Sondern auch mal ganz ehrlich sagen, ja, dann. Ja, dann denkt der Wähler, oh, den wähle ich, der ist genauso blöd wie ich. Ja. Ja, die haben ja offenbar von nichts eine Ahnung, die Piraten. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit Rücktritten und gegenseitigen Beschimpfungen, aber transparent. Transparent wird die Piraten am Ende wahrscheinlich so den Kopf kosten, weil wenn die so alles offenlegen, kann man natürlich auch erkennen, was für Schwachmaten sich da wichtig machen. Natürlich war Transparenz sowieso auch nur ein hohles Schlagwort. Aber ohne hohle Schlagworte kommt man in der Politik nicht weit. Das wird nächstes Jahr viel schlimmer noch. Da ist ja Bundestagswahl. Oh Gott, da darf ich gar nicht dran denken. Dieses Jahr hatten wir schon den Testlauf. Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Röttgen gegen Kraft. Der Röttgen war ja auch super. Seine Wahlkampfaussage war ja irgendwie, wenn ich ihn richtig verstanden habe, war ja, hoffentlich verliere ich, dann bleibe ich in Berlin. Hannelore Kraft punktete mit ihrer Lieblingsphrase. Politiker müssen ja ihre Botschaft auf 5 Worte eindampfen. Und deshalb sagt sie überall, sobald eine Kamera surrt, sobald einer mitschreibt, sagt sie, wir lassen kein Kind zurück. Ständig. Können Sie nachts wecken. Wir lassen kein Kind zurück. Auch egal zu welchem Thema. Was sagen Sie zur Piratenpartei? Wir lassen kein Kind zurück. Das ist natürlich ein guter Satz, weil er den Eindruck erweckt, die anderen Parteien locken Kinder in den Wald, um sie da zurückzulassen. Aber die Hannelore, die Nordrhein-Westfalen im Herzen trägt,
stand auf ihrem Wahlplakat. Kein Scherz. NRW im Herzen. Mit diesem Wahlplakat war die SPD endgültig im Musikantenstall angekommen. Aber es war ja besser als Politik durch Kinderaugen sehen. Das hatte Röttgen auf seinem Plakat. Der guckt durch die Kinder. Durch, das meinen die Piraten mit Transparenz, glaube ich. Das ist, ja, das ist. Piraten lassen übrigens auch ihre Kinder zurück. Das kennen wir von Pippi Langstrumpf, deren Vater Ephraim, ne, damals der Schrecken der Meere, hat ja auch sein Kind zurückgelassen in der Villa Kunterbund. Ne, und Frau Kraft, das ist die Brusselise. Das ist die Alte, die immer versucht, Pippi in die Kita zu bringen. Ne, ehrlich gesagt, mir graut vor der Bundestagswahl nächstes Jahr. Das wird schrecklich. Es geht ja schon los. Statt zu debattieren, wird krakeelt, nicht? Bald werden uns die ersten Grinsfressen von den Plakaten entgegenlächeln, nicht? Wie die Schmierlappen da, nicht? Dann wird Frau Merkel wieder lächeln wie Keira Knightley. Und Peer Steinbrück wird gucken wie die Nichtraucher-Variante von Helmut Schmidt. Und am Ende denkt der Wähler wieder, die wollen mich verarschen. Und warum denkt er das? Weil's stimmt. Ja, aber was sollen die machen? Der Wähler will doch verarscht werden. Wenn Frau Merkel auf dem Wahlplakat aussehen würde, wie sie eben aussieht, dann würde der Wähler sagen, wie sieht die denn aus? Nee, denn der Wähler ist ein seltsames Tier. Er fordert Ehrlichkeit, aber wenn ihm einer die Wahrheit zeigt, dann wählt er ihn nicht. Die Wahrheit sagen, das können Sie, ja. Die Wahrheit sei, es können sich im Moment nur noch die leisten, die gar nicht gewählt werden wollen. Alice Schwarzer zum Beispiel, die ist ja 70 geworden dieses Jahr, ne? Das war noch eine Kämpferin für die Wahrheit. Ne? Seit es Alice Schwarzer gibt, gilt ja männliche Sexualität in weiten Kreisen als Belästigung. Ne? Seit damals in den 70ern, Machos sind doof, ne? Hieß es damals. Und dann haben wir gesagt, ja dann, ne? Dann wollen wir keine Machos mehr sein. Ne? Und dann veränderten sich die Männer, ne? Wir waren ganz anders plötzlich trugen wir selbstgestrickte Sackpullover, nicht, weil wir anders sein wollten, sanft, gefühlvoll, Gesprächspartner wollten wir sein für die Frauen. Und das waren wir auch. Aber in die Kiste sind sie dann doch lieber mit dem Tennistrainer. Nicht? Das war. Apropos Kiste. Helmut Schmidt hat eine neue. Nicht? Okay, der Übergang war grenzwertig, das muss ich nochmal. Nein, aber der Altkanzler, ich meine, Respekt, oder? Ich meine, der ist ja praktisch unsterblich auch, der Mann, der ist ja voll geräuchert, nicht? Das war ja unglaublich. Nicht? Wenn der überall sitzt, nicht? Dann das war das Jahr der Alten. Nicht? Die Queen wurde Bond-Girl und Berlusconi will auch zurück. Nicht? Er will sich wieder zur Wahl stellen. Wenn er nicht vorher ins Gefängnis muss. Ja. Verurteilt ist er. 3 Jahre hat er, glaube ich, bekommen, oder? 3 Jahre. Herrengefängnis, das wird hart für ihn. Keine Frau, nicht? Das wird ihm ein bisschen zu schaffen, möglicherweise. Man hat ja in letzter Zeit häufiger das Gefühl, Berlusconi steht mit dem Rücken zur Wand. Im Gefängnis wird er das müssen. Ja. Wenn der wiederkommt... Dann gute Nacht Euro. Ne? In den USA hat man wenigstens noch Apple. Ne? Allein das neue iPhone soll da für 0,5% Wirtschaftswachstum landesweit gesorgt haben. Das ist Wahnsinn. Ne? Ein Telefon, wo ich sagen muss, ich war ein bisschen enttäuscht vom iPhone 5. Ich hatte irgendwie auch mal ein paar neue Funktionen erwartet. Eine Wasserspartaste oder wenigstens einen Korkenzieher. Ja, aber nix. Nicht. Ja, man sollte auch nicht zu viel erwarten. Gucken Sie mal, vor 20 Jahren gab es noch nicht mal Handys, ja, wir hatten Telefonzellen. Das waren so Handys zum Reinstellen, nicht? War das quasi, nicht? Fest montiert, die konnte man nicht mitnehmen, nur den Hörer, nicht? Und das war auch, so scheiße war das, das war, ne, klappt da hinten und vorne nicht. Hallo, nix. Ne, wie cool ist das alles geworden heute, nicht? Das iPhone aus Amerika, dem Land Obamas, das ist ja wohl mal echt eine coole Sau, oder?
Obama, ne, der natürlich auch, der hat Glück gehabt bei seiner Wiederwahl, dass die da so kurz nach diesem Jahrhundert-Hurricane stattfanden, Hurricane Sandy, ne, es war schlimm, wirklich. Da möchte ich mir auch deswegen alle blöden Witze sparen, die da so kursiert sind, ne? Kennen wir, haben wir alle mitbekommen. Schlimm da, von wegen Hurricanes sind wir die Beziehung zu einer Frau, es beginnt mit leichten Blasen, am Ende ist das Haus weg. Nein! Bitte! Naja. Für Obama kam der Sturm im Grunde gerade richtig. Ne? Kam perfekt aus, so perfekt, dass die Verschwörungstheoretiker sagten, der Obama hat das selbst gemacht. Der hat das Wetter manipuliert, um sich im Wahlkampf Vorteile zu verschaffen. Nicht die alte Methode Gerhard Schröder. Den Osten absaufen lassen und siegen. Haben Sie übrigens mitgekriegt? Es geht klimatechnisch voran. Das Ozonloch ist quasi weg. Haben Sie es bemerkt? Nicht. Gut. War ja auch eine gute Nachricht. Sowas steht irgendwo hinten in der Zeitung. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an das Ozonloch. Das stand jahrelang immer groß auf der ersten Seite. Weil darunter stand immer, das Ende ist nah. Denn das Ozon hält ja die tödliche Sonnenstrahlung von uns ab. Deswegen hieß es ja damals, wir dürfen nur noch in Burka an den Strand. Da galten die Taliban noch als Avantgarde im Kampf gegen den Hautkrebs. War eigentlich in Afghanistan am 19. November auch Welttoilettentag? Ist kein Scherz. Am 19. November war das. Welttoilettentag, ja. Da habe ich mir mal vorgenommen, meine Schüssel häufiger zu loben. Ne? Denn Hand aufs Herz, haben Sie heute schon Ihrer Schüssel Danke gesagt, was die alles wegpacken muss. Ne? Wir müssen lernen, positiver zu sein. Ne? Mehr Lob, so wichtig. Griechenland zum Beispiel. Die werden immer nur beschimpft. Das motiviert doch nicht. Dabei macht Griechenland doch Fortschritte. Nachdem sie den Toten die Rente gestrichen haben, geht's voran. Ne? Der Anteil, ja, das ist doch super. Ne? Der Anteil der Staatsbediensteten ist runter von 25% auf ein Viertel. Wahnsinn. Ne? Und jetzt streichen sie auch noch die Blindenhilfe für alle, die nebenher als Taxifahrer arbeiten. Ne? Das ist auch super. Ne? Auf Sakintos haben sie das überprüft. Ne? Wer denn alles wohl so Blindenhilfe bezieht. Und kurz vor dem Besuch der Behörden wurden 90% der Bezieher spontan geheilt. Ist das nicht großartig? In Griechenland gibt es Wunderheiler. Das macht doch Mut. Das ist erfreulich. Jetzt sind es bei irgendwas um die 360 Milliarden Schulden oder so, bei einer Wirtschaft, die hauptsächlich von Schafskäse lebt. Im Grunde hat Griechenland nur Pech gehabt, dass man zum Bau von Handys oder Computern keinen Schafskäse braucht. Das ist die Scheiße. Ich möchte mal alle Hobbyingenieure zu Hause ansprechen, wenn Sie eine Schafskäsebatterie erfinden, mit der man mit einem Auto 500 Kilometer weit fahren kann, ist Griechenland gerettet. Ne? Momentan sieht es schwierig aus, das Kilo Schafskäse kostet etwa 9 Euro pro Kilo. Man könnte Griechenland also auf einen Schlag sanieren, wenn man einen findet, der ca. 40 Milliarden Kilogramm Schafskäse kauft. Ne? Könnte man Niedersachsen komplett unter Schafskäse verschwinden lassen. Ja, wäre auch die Korruption in Hannover erledigt. Ich glaube, wenn man mal so sieht, wo überall Probleme sind, muss man sagen, das ist unter normalen Umständen nicht mehr hinzukriegen. Da bräuchten wir schon einen Superhelden, aber woher nehmen? In Zeiten, wo selbst James Bond am Ende des Filmes flennt wie so eine Dreijährige da, Daniel Craig, das war früher anders. Der erste James Bond, Sean Connery, nee, das war noch... Ein Mann, ne, denkt man, aber das war doch damals auch nicht besser. Der trug Brusttoupee, weil das früher als männlich galt, wenn überall die Wolle rausquoll. Ne, so ändern sich die Zeiten. Ne. Es geht ja heute gar nicht mehr. Haare. Ja, fragen Sie mal junge Leute, ne, die sagen, Haare am Hoden, ne, ist ja schon voll assi. Ne. Irgendwann trägt man da unten wahrscheinlich wieder eine Hochsteckfrisur. Man weiß es nicht. Ne. Mit Extensions. Nicht alles ändert sich. Ne. Aber ob rasiert oder Kunsthaar, es ist doch alles unnatürlich. Irgendwie ist es Betrug. Nicht? Betrug ist eine historische Konstante. Die Kastelroter Spatzen zum Beispiel.
haben auf ihren Platten auch nicht selbst gespielt. Haben Sie es mitbekommen? Die Kastelroter Spatzen haben uns betrogen. Das wäre gar nicht rausgekommen, wenn die nicht den Produzenten rausgeschmissen hätten. Nein, dann konnte der aus Gewissensgründen, nicht aus Rache, aus Gewissensgründen, konnte er nicht mehr schweigen. Hat ein Buch geschrieben. Für das persönlich finde, da wäre zum Beispiel 5 Jahre Gefängnis, das wäre doch nicht zu viel gewesen für so ein Buch. In einer Zweierzelle mit Bettina Wulff. Wegen literarischer Belästigung. Das wird unterschätzt. Es wird allgemein unterschätzt, was schlechte Kultur so auslösen kann. Das sieht man da immer wieder in Afghanistan. Zum Beispiel, ja, es sei in den USA, dieser erinnert sich doch noch, dieser viertelstündige Hetzfilm über diesen Propheten, da kam, erinnert sich noch, ne? Der wurde da bei YouTube reingestellt, weil in Afghanistan war Aufstand, nicht? Ausschreitung, Gewalt, die sind immer sehr schnell wütend, da unten sind die, nicht? Dann haben die immer diesen Reflex, dann laufen die über, nicht? Dann schreien die immer los, Tod Amerika, nicht? Das ganze Volk muss vernichtet werden. Dann fangen sie erstmal mit den Fahnen an, weil mehr kriegen sie nicht hin. Und verbrennen US-Flaggen. Wenn ich nicht schon einen Beruf hätte, ich würde eine US-Flaggenfabrik in Kabul aufmachen. Ja, Und zwar mit einem, der eine Videokamera hat. Oder der zeichnen kann, Karikaturen. Das kann nicht schiefgehen. Aber na, trotz aller Krisen, die Welt dreht sich weiter. Der Weltuntergang wird nicht kommen, bin ich ganz sicher, zumindest nicht am 21.12. geht ja gar nicht, denn am 27. beginnt ja erst das Umtauschgeschäft. Und dann kommt Silvester und dann ist ja schon 2013 und dann ist der Weltuntergang in der Krise. Dann kommt er verspätet oder gar nicht oder vielleicht auch wie der Flughafen Berlin. In 5 Milliarden Jahren, wenn die Sonne die Erde verschluckt. Vorher gibt es dann Ende 2013 erstmal wieder einen Jahresrückblick, ist schon vereinbart. Bis dahin kann der Weltuntergang gar nicht eintreten, denn wenn es in der ARD einen Vertrag gibt, dann muss selbst der Weltuntergang warten. Da können Sie Thomas Gottschalk fragen. Im Notfall. Im Notfall wird der Weltuntergang verboten, wie das Rauchen im Übrigen. Achten Sie darauf, nächstes Jahr, nicht vergessen, Helmpflicht beim Rauchen und selbstgedrehte nur noch mit Leuchtweste, damit man beim Rauchen vor der Tür nicht überfahren wird. Und irgendwann wird dann das Rauchen auf dem Bürgersteig untersagt, da muss man auf die Fahrbahn, damit auch der Letzte begreift, dass Rauchen gefährlich ist. Das gilt natürlich alles nur, falls der Weltuntergang ausbleibt. Wenn er doch kommt, rauche ich auch noch eine. Und zwar eine fette Zigarre, denn dann ist Evo. Ansonsten bleibe ich nicht Raucher. Und dann sehen wir uns gesund im nächsten Jahr wieder. Bis dahin. Dankeschön.